nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Anna war der Meinung, wir haben das noch nicht gesagt, aber ich glaube, also ich habe jetzt gerade Déjà-vu. Ja, ich habe mich auch. Ich will jetzt meinen Nudelteig. Ja, ja, die Eieruhr hat auch schon geklingelt. Heute spielen wir AA Captain. Sagen die AA oder sagen die II? In ihrem II Captain. II Captain, das ist von Ravensburger, 4 bis 99 Jahre, 2 bis 4 Spieler. Es geht darum, dass wir hier unser Piratenschiffsdeck haben. Und wie ihr seht, haben da lauter Möwen ihre Kleckse verloren. Und der Captain hat zu allem Überfluss auch noch sein Glasauge verloren. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, bei dem Wellengang hier die Möwenkleckse zu bereinigen, also das Deck wieder sauber zu machen. Und das ist gar nicht so einfach, weil dieses Glasauge immer hin und her kullert. Das werdet ihr gleich sehen. Und es gibt drei Spielvarianten. Genau, Spielvarianten. Und wir zeigen euch jetzt mal die zwei. Die einfachste, glaube ich, ne? Da spielt man gegeneinander oder Miteinander, ganz egal. Auf jeden Fall dürfen wir uns vorher angucken, unter den Möwenklecksen sind Farben. Rot, Gelb, Grün, Blau. Die dürfen wir uns merken. Das Problem ist, dass jetzt gleich das Glasauge überall durchkugelt und die Farben natürlich gar nicht mehr da liegen, wo wir sie eben noch vermutet haben. So. Und wer am Ende die meisten Möwenkleckse gesammelt hat, der hat einfach dieses Spiel gewonnen. Und wenn Hannah jetzt zum Beispiel sagt Gelb oder Rot und es ist Gelb. Vorher sagen. Ja, vorher. Und sie sagt jetzt Rot und es ist Gelb. Dann legt sie ihn wieder hier hin. Dann kann jetzt nicht Papa kommen und sagt, Gelb und nimmt den weg, sondern man muss eine Runde warten. Und in der Zwischenzeit hat das Glasauge alle Vogelkleckse schon wieder woanders hingeschossen. Wollen wir denn jetzt anfangen? Ja. Ich würde sagen, habt ihr einen guten Blick auf das Spiel? Ich mache einfach nur ein bisschen auseinander, damit das Ei hier starten kann. Und das Auge hier starten kann. Ich werde das Auge starten. Ja. Stell das Spiel mal ein bisschen weiter weg. Die Jüngste beginnt. Zeig mal, was du da hast. Eine Zange. Damit du die Kleckse nicht anfassen musst. Ich nehme Rot. Rot, okay. Rot, du hast auch noch Glück. Papa dran. Eigentlich müsste Mama an. Blau. Egal. Oh nee. Grün, okay. Und ich darf jetzt nicht den Grün nehmen, das wäre zu einfach. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wo welche. Ich sage jetzt einfach Gelb. Grün. Schnucki, du bist. Grün. Hast du dir gemerkt, wo Papas Auge hin ist? Nicht dein Ernst. Ja. Wie unfair. Und zwar natürlich jetzt die nächste Runde, das durfte sie. Grün. Was? Okay, dann sag ich jetzt mal Blau, weil das hatten wir noch. Rot, tolle Wurst. Zuerst sagen. Gelb. What? Ich hab mir nicht mehr gemerkt, ich hab einfach geraten. Mami! Ich hab gleich alle Farben. Ist das die Frucht? Nein. Okay. Blau. Hä? Rot. Wie viel Rot sind da überhaupt drin? Es sind Gelb. Blau. Das ist nicht mein Spiel. Aha. Rot. Blau. Oh. Grün. Blau. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt gerade so schnell gesehen habt überhaupt. Ich weiß, wo mein meiner. Ich weiß, wo mein Rot war. Ja, kannst du ja. Rot. Ich habe nicht gemerkt. Grün. So. Ja, dann nehme ich wohl wieder Blau, weil wir haben jetzt so viele Farben hier. Blau! Aber ich glaube, gewinnen kann ich nicht mehr, ne? Nee. Blau. Nein. Rot. Oh. Oh. Grün. Oh. Was war das? Gelb. Oh, okay. Dann versuche ich es mit Gelb. Gelb! Hast du zwei blaue? Nein, nicht gucken. Nicht gucken. Die musst du eigentlich auch umdrehen, weil zum Schluss geht es jetzt darum, dass man echt nur noch quasi raten muss, weil
Gelb. Okay, Papa. Papa. Nee. Nee, Papa ist Papa. Ja. Rot. Ja. Echt jetzt? Ja. Ich hätte jetzt blau gesagt. Okay, wer hat gewonnen? 5, 4, 3. Ich hab. Komm her, Glasauge. 2 rot, 2 gelb, 1 grün. Das macht nichts. Hierbei. Ich hab blau und gelb. Bei der ist halt die Anzahl. So. Ja, das war die eine Spielvariante. Und jetzt zeigen wir euch die nächste. Wir spielen jetzt die zweite Variante. Und da geht es darum, dass wir den Würfel in die Mitte packen. Das Ei. Das Auge kommt mit dazu und zeigt uns quasi durch Anditschen an, welchen Vogelpups wir aufsammeln müssen. Wir arbeiten hier jetzt zusammen und versuchen alle Vogelpupse zu bekommen, die der Würfel anzeigt. Wenn der Würfel sich umdreht, weil das Auge da wieder gegen ditcht, dann zählt einfach der, den wir dann in dem Moment oben haben, ob das dann eben grün ist oder nicht. So, und dann ist der nächste dran. Ja. Hat man das jetzt verstanden? Wahrscheinlich nicht. Ich würde sagen, wir legen einfach los. Wichtig ist, dass wir hier diese Ecken rausnehmen können. Das heißt, je mehr Ecken wir rausnehmen, desto schwieriger wird es, denn das Glasauge wird natürlich versuchen, die Vogelpupse in die Kombüsen zu schießen. Und wenn dann auch noch der Würfel weg ist, dann haben wir Pech gehabt. Richtig? Yep. Genau. Und verloren haben wir automatisch, wenn der Würfel weg ist. Der darf nicht weg sein. Und wenn mehr als 5... Wie viel sind das insgesamt? 12. 12, okay, ja. Dann haben wir natürlich auch verloren, ne? Weil sobald der 6. reinfällt, ist es vorbei. Also müssen wir 7 hinkriegen. Ja. Am besten so viel wie möglich, Schnuggi. Okay. So, startest du oder ich diesmal? Ich. Am besten gleichzeitig in der einen Hand den, damit wir keine Sekunde verlieren. Es heißt ich, Mama. Hey, okay, dann machen wir diesmal so rum. So, welche Farbe ist da? Grün. Oh. Gut. Dreh sie so rum, damit wir es sehen können. Gelb! Was war das? Nein! Du darfst ihn weg, wenn das Auge. Rot! Gelb! Oh, was habe ich? Gelb! Ah, du bist Schnucki! Ich weiß gar nicht mehr, wer. Was muss ich, rot? Er schießt gleich, zwei weg. Du bist Hanna. Ach, das ist. Versuch hier den an der Ecke, damit er den nicht wegnimmt. Blau. Ja. Oh. So. Und ja. Oh, das wäre mal. Hilfe! Grün. Warum? Es sind noch 7 Stück da, Schnucki. Wir haben noch nicht verloren. Rot muss ich. Nein, gelb. Hier. Hanna ist. Ah, oh, das ist. Gelb. Oh, jetzt hat er. Oh, rot. Okay, nehmen wir Geld mit. Ist egal. Was hab ich? Boah, wir haben nicht aufgepasst. Das war jetzt so schnell, war der Würfel weg. So schnell konnte ich gar nicht gucken. Wir haben 4 Vogelpupse. 3 liegen an Deck. Und wie viel liegen hier in den Kombüsen? 5 dann. Ich zeig euch jetzt nochmal die Kombüsen. Dafür kann man das hier abnehmen. Die können wir mal eben rausnehmen. Und dann könnt ihr euch, Entschuldigung, da war Eumel im Weg, dann könnt ihr euch einmal angucken, wie das Unterdeck aussieht. Hier mit einem Bild vom Captain, da hatte er wohl noch beide Augen. Ja, schon Spinnenweben. Mäuse sind auch schon da. Ja, und das kann man dann ganz einfach wieder schräg reinpacken. Das ist ganz schnell zusammengebaut und dann kommen hier noch die 4 Ecken ran und dann kann man loslegen. Es gibt noch eine dritte Variante, aber... Dafür braucht man diese Chips? Ja, aber leider ist jetzt mein Nudelteig fertig und deswegen geht's nicht. Deswegen möchte Hanna jetzt ihre Nudeln lieber selber machen und... Wir verabschieden uns. Ja. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Du mal mit deinen selbstgemachten Nudeln. Ich habe ein Glasauge an der Wange. Das Gefühl ist irgendwie ein bisschen eklig. 'Nächstes Mal bei den Spitzen. Haben wir das gesagt? Nee, haben wir nicht. Die Kamera ist sowieso da oben.
kann mich nicht erinnern. Ich auch nicht. Doch, haben wir. Nee, haben wir nicht. Eins, zwei, drei. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeuggestern. Tschüss. Anna war der Meinung, wir haben das noch nicht gesagt, aber ich glaube, es. Also ich habe jetzt gerade. Ja, ich habe Déjà-vu. Ich auch. Ich will jetzt meinen Nudelteig. Ja, die Eieruhr hat auch schon geklingelt.